Was geht ab, Freunde? Stefan hier von FIFA und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack-Opening. Wir sehen hier das Team der Woche Nummer 13 und Freunde, was sind denn da für krasse Spieler dabei? Schaut euch das mal an, das fängt hier an mit der Verteidigung mit Maicon. Und der ist ja schon ein richtig guter Mann. Dann geht es hier weiter mit Ömer Toprak, aber dann kommen wir zum Mittelfeld hier mit Franck Ribéry, 91 insgesamt, also diese Werte einfach nur traumhaft, 5 Sterne Skills, was will man mehr? Dann hier noch Balotelli und natürlich Suarez, aber dann hier Man of the Man, einfach nur Zlatan Ibrahimovic. Plus 2 Tempo hat er bekommen, Schuss von 93, Dribbling von 91, Kopfball und Passen da 83 und 84. Natürlich die 5 Sterne Skills dabei. Also das ist einfach nur Hammer, 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 kann man nicht zu sagen. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt mal einen von denen ziehen werden. Wir gehen dann hier auch direkt mal in den Shop rein. Wir haben hier über 426.000 Münzen, da können wir auf jeden Fall einige Packs ziehen. Wir hoffen natürlich jetzt auf was Gutes. Und das erste Pack, was beschert uns das erste Pack? Was beschert uns das erste Pack? Komm schon, komm schon, komm schon. Und es ist... Oh mein Gott, Natko. Dann haben wir noch Pote. Ja, vielleicht ist der was wert, ich weiß es nicht. Und ja, dann muss ich jetzt hier erstmal wieder den Fernseher leiser machen. Aber den Rest hier, wir werfen einfach mal alles auf die Transferliste. Verträge habe ich auf jeden Fall genug, Fitness auch. Was haben wir denn hier für eine schicke Karte? ZDM kommt auch mal, alles einfach dazu. Wir werden jetzt hier einfach mal Parc des Princes anwenden. Ich glaube, das ist das Stadion vom PSG. Vielleicht bringt uns das ja irgendwas. Vielleicht ziehen wir dann Zlatko, den mit der Nase. So, den Rest legen wir ab. Ich würde sagen, ein Pack haben wir noch, 5 machen wir auf jeden Fall noch, je nachdem immer, wie ich das ziehe. Also normal, ihr kennt mich ja, immer wenn ich ziehe und nur, wirklich nur Mist drin gehabt habe, dann ziehe ich irgendwie immer weiter und am Ende habe ich 100.000 Münzen weniger. Heute hoffe ich mal, dass es nicht so kommt. Caligiuri haben wir drin von Wolfsburg, hier noch Ruben. Also immer hier diese Silberspieler, was soll denn das? Ich meine, wir ziehen hier Goldpacks, dann können wir auch Goldspieler erwarten. Also das ist echt nicht das Gelbe vom Ei. Hier Verträge wieder am Start. Mal schauen, was wir da hinten sonst noch so haben. Bringt auf jeden Fall hier noch ein paar Münzen, die ganzen Fitnesskarten und so. Da bin ich immer ganz froh drüber, dass wir da noch ein paar Münzen drüber machen können. Dann glaube ich hier schon wieder die Karte oder eben war es andersrum. Da haben wir noch den Chemie-Stil-Sniper. So, den Rest legen wir ab. 2 Packs waren jetzt für die Cuts. Also das war überhaupt nichts. Hoffen wir mal, dass wir jetzt ein bisschen besser, ein bisschen was Besseres ziehen werden. Ein bisschen mehr Glück haben. Komm schon, komm schon. Und diesmal haben wir drin... Ach du meine Güte, schon wieder keinen seltenen Spieler. Wollen die mich denn hier verarschen? Toro sieht, das hätten wir doch Maicon von Rom bekommen. Mann, Mann, da haben wir noch Glushakov und Mollo. Die können wir einfach alle überhaupt nicht gebrauchen. Also bisher 3 Packs, alle für den... Also, da ist echt nichts Gutes dabei gewesen. Haben wir hier noch Engine, den Chemiestil. Manchester United Wappen könnte auch was wert sein. Und dann hier noch von der Barclays Premier League einen... Coach. So, wir kommen dann jetzt auch zum vierten Pack. Wir sind momentan noch über der Marke von 400.000 Münzen. Ja, und ich hoffe, wir bleiben auch darüber. Wenn wir jetzt was Gutes ziehen, ziehen wir was Gutes. So, Freunde, drückt alle mal die Daumen. Drückt die Daumen. Und es ist... Ah, Trashoras. Den haben wir doch schon in der Pack Road to Glory. Ich glaub's nicht. Trashoras. Ach du meine Güte, wie kann man nur so langsam sein und dann so einen guten Passwert? Also ein richtiger Xavi ist das hier. Xavi für die Armen, die sich denn nicht leisten können. Die holen sich dann Trashoras von keine Ahnung, wo der spielt. Irgendwo ist auf jeden Fall ein Spanier. So, was haben wir hier wieder? LAV zu LV ist, glaube ich, nichts wert. Können wir hier direkt mal alles wieder ablegen. Wir ziehen jetzt noch 2 Packs. 2 Packs. Und da müssen wir einfach mal die... Und jetzt kommt Messi. Wie alle immer sagen, Messi drauf, Messi drin, Messi drauf, Messi drin. Wir haben gerade eine... Oh, da bin ich aus Versehen gerade gegen das Mikro gekommen. Sorry, Leute. Nachschub für meinen Verein. Oh, Szczęsny. Und schon wieder diese Fitnesskarte für die ganze Mannschaft. Barton, der hat doch immer hier irgendwas... Ich weiß nicht, irgendwas hat der da... Der hatte mal einen Skandal, glaube ich. Irgendwas hat der sich geleistet. Szczęsny kommt mal hier. Schreibt es mal in die Kommentare, was war nochmal mit Barton los? Hat der irgendwie einen geschlagen oder was war mit dem? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, wir haben hier wieder nur Müll gezogen, muss man einfach so sagen. Und ja, hier auch wieder nur Müll. Ja, so, letztes Pack jetzt. Letztes Pack. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was habt ihr bisher so gezogen? Habt ihr was Geiles gezogen in diesem Team der Woche? Oder habt ihr, wie ich, bisher auch irgendwie nur Müll gezogen? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. So, letztes Pack jetzt. Ich guck gar nicht hin, ich guck nicht hin. Und 1, 2,
3 jetzt gucken. Ach du meine Güte. Was haben wir da hinten vielleicht mal irgendwas Gutes? Ach du meine Güte. Das gibt's doch gar nicht. Reyes, Monreal, was ist denn da los? Badei haben wir da noch. Komm, ein Pack ziehen wir noch. Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Nur Müll gezogen. Nur Müll. Deswegen, ich bin immer so, oh, wir haben nur wirklich nichts Gutes gezogen. Da muss man einfach nochmal ziehen. Mit der Hoffnung, dass wir jetzt was ziehen. So, wir machen jetzt auf jeden Fall, ihr seht es zwar nicht, aber ich mache jetzt ein Nosepack. Und jetzt komm, ich suche hier auf jeden Fall noch eine gute Kombination raus. Nee, das gefällt. Ich will jetzt bei El Charaoui ziehen. So, so, so. So, Nosepack geht an den Start. Und mal gucken. Letztes Pack. Hoffnung steigt, Spannung steigt. Oh, Vargas, Stranzel, oh, Prato, 1000 Münzen und doppelter Ball. Ah, Leute, was ist denn da wieder los? Ne, das gefällt mir überhaupt nicht. Also, Mann, 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 tut mir echt leid, dass wir nichts Gutes gezogen haben. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Wenn ihr auch mal ein Pack-Opening starten wollt, schaut bei uns in der Videobeschreibung nach bei MMOGA, unserem Sponsor. Dort findet ihr alles von Münzen bis PSN-Cards und Microsoft Points. Da findet ihr wirklich alles. Soweit war es das jetzt von mir. Ich würde mich natürlich wie immer selber ein Like freuen, wenn euch dieses Pack-Opening trotzdem gefallen hat, obwohl wir nichts Gutes gezogen haben. Soweit war es das jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!